Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 101 Box von Schoki. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 101 von Schoki, das Ganze am 23. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debütalbum von Schoki nach diversen EPs, sein erstes Album. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Wir haben hier eine recht große Box, was, soweit ich informiert bin, so vor allem einem Inhalt geschuldet sein dürfte. Und zwar einem Hoodie, den wir hier mit dabei haben. Als erstes machen wir mal die Folie komplett ab und schauen uns das an. So, wie wir hier auch schon sehen können, ist die Box auch unterschrieben worden. Also hier dieser schwarze Schriftzug, der ist nicht aufgedruckt, der wurde hier, bevor das Ganze einfoliert wurde, tatsächlich hier mit schwarzem Stift unterschrieben. So, wir haben hier das Gesicht von Schoki, das hier scheinbar hinter einer Glasscheibe ist. Und diese wurde hier eingeschlagen, also hier genauso mittig auf der Stirn, hat vermutlich eine Kugel oder ein Projektil die Scheibe durchschlagen. Und hier kommt dann dieses Cover, diese etwas verstörende Optik zustande. Dann lesen wir hier eben Schoki, einmal hier den Schriftzug, der sowohl so funktioniert, als auch umgekehrt. Also sehr schöner Schriftzug und durchdacht. Dann darüber, wie gesagt, die Unterschrift und dann darunter der Verbraucherhinweis auf Englisch. Ansonsten die Box hier in diesem dreckigen Weiß gehalten, so etwas abgegriffenes, abgeschabtes Weiß und Grau. Auf der Rückseite ebenso diese Optik. Und dann haben wir hier einerseits einen Sticker mit der Info, dass wir hier einen Hoodie in der Größe M drin haben. Und dann haben wir hier noch die Labels, bzw. die Beteiligten. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. Die Box ist meines Wissens auf 1000 Stück limitiert. Und bei diesen 1000 Stück gab es eben diverse Hoodie-Größen zur Auswahl. So, da ist auch schon der Hoodie. Kommt hier in Folie. So sieht er aus. Dann haben wir zwei Patches mit dabei. Einmal, zweimal. Eine Bonus-EP, die Cousins-EP und das Album an sich 101. So, die Box von innen weiß. Packen wir mal zur Seite. Und dann schauen wir uns mal an, was wir hier noch haben. Denn die beiden Sachen sind hier in Folie, bedeutet auch hier. Werden wir wieder aufschneiden, beziehungsweise nein, hier ist es gar nicht notwendig. Hier ist das Ganze nur so zugeklebt. So. Also, wie wir hier schon auf dem Sticker sehen konnten, auch wieder M. Das passt. Und dann haben wir natürlich das Album an sich. Werden wir auch mal öffnen. Gut, das ist 101, kommt hier in einem Digipack, auch hier wieder diese weiß-graue Optik, dahinter Schoki, hinter dieser zerbrochenen, zerschossenen Glasscheibe, Verbraucherhinweis, Logo bzw. Schriftzug, auf der Seite die Logos von Missglückte Welt und hier wieder Albumtitel plus Interpret und auf der Rückseite haben wir dann einen Barcode. Und natürlich die Tracklist. 17 Tracks sind es geworden. Features sind mit dabei von Ferris und Swiss. Dann haben wir Features von Niro, Yamin und Rebwan Karim. Muss ich ehrlich sagen, die ersten beiden sind jetzt mir nicht bekannt. Niro und Yamin. Beziehungsweise Yamin ist, glaube ich, auch hier auf der EP mit drauf. Auf der Cousins EP. Ja, bin ich mal gespannt. So. Labels, Logos, okay. Dann schauen wir mal rein ins Innenleben. Hier haben wir einzelne Fotos, also das sind so
Das sieht mir nach Hirnscans aus oder Röntgen. Und hier sieht es aus nach gerönten Füßen. Und hier sind scheinbar irgendwelche Schrauben oder Fremdkörper hier in den Fuß reingemacht worden. Ich glaube, das hat mit seinem Unfall, mit seiner Verletzung zu tun. Ich glaube, er saß ja eine längere Zeit auch im Rollstuhl aufgrund dieser Verletzung, die hier, glaube ich, durch diese Röntgenbilder nochmal angedeutet wird. So, wir kommen zum Booklet. Hier haben wir auch wieder den Schurke-Schriftzug. Ah, das ist die Rückseite. War scheinbar falsch drin. So müsste das Booklet drin sein. Also Cover. Und dann haben wir hier die einzelnen Tracks mit den Lyrics abgedruckt. Jawohl, das freut mich sehr. Vor allem die Deutsch-Rapper haben das ja relativ selten, dass sie wirklich die Lyrics abdrucken im Booklet. Im Bereich Rock oder anderen Genres hat man das ja regelmäßig, aber gerade im Bereich Deutschrap sieht man das kaum. Deswegen freut es mich umso mehr. Also jeder einzelne Track hier abgetippt, komplett mit allen Lyrics, Wort für Wort. Dann kann man hier immer mitrappen oder nachlesen. So, dann hier diverse Illustrationen. Lyrics ohne Ende. 17. Track ist der letzte. Dann nochmal hier eine Zeichnung seines Gesichts. Und hier haben wir dann noch die Credits zum Album. Wer hier beteiligt war, wer hier mitgewirkt hat. Jawohl. Also hier hat man wirklich alle Infos zum Album. Wunderbar. Gut. Was gibt es hier noch? Okay, das sieht auch aus wie irgendein Röntgenbild bzw. irgendwas unter dem Mikroskop. So, die CD an sich ist auch eher schlicht gehalten hier in diesem Grau-Weiß. Dann mit dem schwarzen Aufdruck noch. So, so viel zum Album. Also wie gesagt, 17 Tracks hier im Digipack. Als nächstes haben wir die Bonus-EP. So sieht das aus. Cousins EP von Schoki und Yamin. Ich hoffe, ich habe den Herrn jetzt richtig ausgesprochen. Muss ehrlich sagen, ich habe zuvor leider noch nie von ihm gehört. Die beiden stehen hier oder hocken hier vor einem Ford. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist es tatsächlich der Wagen. Moment, kleine Unterbrechung. Ist es dieser Wagen hier? Also von dem Album hier von Ferris Missglückte Asymmetrie. Der Wagen, den man hier sieht, man sieht hier das Ford-Logo in der Motorhaube eingelassen. Und ich glaube, das ist dieser hier, den wir hier auch auf dem Cover haben. Also spannend, dass man hier vermutlich die Fotoshootings parallel oder nebenher abgewickelt hat. So, was haben wir hier? Die 5 Tracks, die hier auf der EP sind. Okay, Features sind hier auf dem 3. Track, einmal Kirby und dann auf dem 5. Track, da gibt es wirklich einige Features und zwar Crystal F, Ferris, Nero, Swiss, Arbok 48, Reeperbahn Karim, KDM Shay und ODM GDIA. Ja, also da ist einiges los auf dem letzten Track. Hier nochmal, ja, hier sieht man den Wagen nochmal besser. Dann die Infos, Labels, Logos, okay. Dann schauen wir uns mal die CD an. Die EP kommt hier in einer Papphülle. So sieht das aus. Cousins EP. So, als nächstes kommen wir zu den Patches. Einmal hier ein Schoki-Patch, je nachdem, wie man ihn drauf machen möchte. In beide Seiten verwendbar oder auf beide Seiten verwendbar. Aber ich glaube, diese Seite ist die richtige, also wegen diesem Kreuz hier. Ich glaube, so gehört der Schriftzug eigentlich. Dann hier auch nochmal das Logo, also 2 Patches in Schwarz und Weiß. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch den Hoodie. So. Ah, hier sehen wir jetzt auch, dass das Kreuz hier auf dem Kopf steht. Also, so gehört es dann eigentlich. Bedeutet der Patch dann auch so. Okay. So, also schwarzer Hoodie mit weißem Aufdruck hier. In der Mitte hier im Brustbereich der Schoki-Schriftzug.
Ansonsten ist hier wirklich alles in schwarz gehalten. Die Ärmel sind vorne hier so gerafft. Dann haben wir hier die Bauchtasche. Links und rechts jeweils mit Eingriff. Oben die Kapuze natürlich hat zwei Bänder dabei. Hier kann man das Ganze dann größentechnisch verstellen. So, hier das kleine M, Größe M. Und auf der Rückseite ist das Ganze auch noch gestaltet, denn genau hier haben wir es. Haben wir auch nochmal das Kreuz riesengroß über den gesamten Rücken. Also es beginnt hier unten so im unteren Rückenbereich und zieht sich dann hoch bis fast, ja, oh ja, bis zu den Schultern. Und jetzt schauen wir nochmal kurz rein, ob wir hier irgendwo einen Zettel, ja genau, vorfinden. Und zwar, was haben wir hier? So, wir haben es hier zu tun mit 65% Polyester. Nein, 65% Baumwolle, 35% Polyester. Und das Ganze ist von merch.de, TB International GmbH. Okay, aber wo das Ganze jetzt genau produziert wird, das steht hier nicht. Okay, Grüße gehen raus, unbekannterweise. Und wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Also, wie dieser Hoodie getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben den schwarzen Hoodie mit dem weißen Schoki-Schriftzug hier mittig im Brustbereich. Ansonsten hier wie gesagt alles in schwarz. Ebenso wie die Kapuze hier oben. Die ist auch in schwarz. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Hoodie hier in schwarz und weiß. Wie gesagt, Größe war frei wählbar. Dann haben wir die beiden Patches, einmal quadratisch, einmal rechteckig. Die Bonus-EP, die Cousins-EP hier mit 5 Tracks in der Papphülle. Und natürlich das Album an sich, 101 im Digipack mit 17 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. 101 von Schoki. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Schoki unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.